Ja, wir regen da schon ein bisschen Aufsehen mit unserer Kamera. Aber ja, man muss nicht meinen, man ist unbeobachtet, nur wenn man auf dem Land wohnt. Ich nehme an, meine Mami wird bis heute Nachmittag schon ein paar SMS von Kolleginnen bekommen haben, was ich denn da so mache eigentlich. Die sehen aus den Autos, aus allem. Typisch Lisa Stadt ist, dass ich eine offene Person bin, dass ich wahrscheinlich das Gegenteil von kleinkariert bin, dass ich allen Leuten gegenüber tolerant bin und gerne habe, wenn etwas läuft. Also typisch Lisa Land ist, dass ich schnell überfordert bin von vielen Reizeinflüssen, dass ich schaue gerne mal ein bisschen dort und ein bisschen dort und jetzt müsste ich eigentlich wieder weiterlaufen. Das hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn ich schon in der Stadt aufgewachsen wäre. Ich schreibe Stadtland Stutz, weil ich auf dem Land wohne und in der Stadt sehr viel bin. Und ich kann mich einfach nicht entscheiden, was jetzt besser ist.